Yeah, herzlich willkommen zum Catalog of Situations. Der Unterschied, der die Umgebung schafft. Ein etwas umständlicher Titel, das werde ich gleich erklären. Einige von Ihnen kennen das schon, andere noch nicht, deswegen sage ich es nochmal. Ich mache seit etwa 2008 eine Reihe von Vorträgen, Aufführungen, Installationen zusammen mit anderen Künstlern, vor allem mit David Weber Krebs. Über Kunstwerke von anderen Leuten. Das heißt, wir beschäftigen uns sozusagen mit Werken, die andere Leute gemacht haben und die uns interessieren und versuchen sozusagen zu verstehen, warum sie uns interessieren. Diese Reihe, die wir eben seit ein paar Jahren machen, heißt eben Catalog of Situations. Im November habe ich hier zum Beispiel einen Vortrag gehalten über eine Schallplatte von Hannes Wader und in den Jahren davor gab es auch hier im Zeitraum Exit verschiedene Aufführungen zu religiöser Kunst oder zur Kunst der 60er Jahre und dergleichen. Sie alle kennen das wahrscheinlich, dass hier irgendwie ein Erlebnis gibt oder eine Begegnung mit einem Kunstwerk, mit einem Lied, sagen wir mal, mit irgendeiner Popmelodie oder mit irgendwas anderem, die aus irgendeinem Grund in ihrem Gedächtnis bleibt. Aus irgendeinem Grund ist da was, was irgendwie länger hält als bei anderen Theaterbesuchen, bei anderen Songs. Und meistens ist es so, dass wir nicht genau wissen, warum das eigentlich der Fall ist. Es sind in der Regel auch nicht gerade die großen Kunstwerke, sondern es sind aus irgendwelchen persönlichen Gründen alles Mögliche. Meistens irgendwelcher kulturelle Müll, den wir mit uns machen. Ich möchte heute über ein Foto sprechen, das auch unbekannt ist und wo auch die Frage ist, ob es eigentlich Kunst ist. Über die Frage möchte ich aber nicht sprechen. Das mich aber sehr interessiert, ich bin vor ein paar Jahren zufällig auf dieses Foto gestoßen, in einem etwas abstrusen Buch, Design der Macht. Das ist tatsächlich ein Buch über die Inneneinrichtung der Nationalsozialisten. Bin da sozusagen diesem Foto begegnet. Das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, aber ich hoffe, ich bin unter einer Stunde. Nicht zu lange, bis dahin ist dann vielleicht abgeregt. Ja, viel Vergnügen. Thank you.
Der Film ist vor etwa 3 Wochen entstanden. Der Film über Salzwerk, bei welches es gab. Wir sind zwei befreundete Künstler, Alexander Schelle und Daniel Weber-Krebs und ich sind zusammen nach dem über Salzwerk gefahren, um diesen Film zu drehen und in gewisser Weise eigentlich um ein Foto nachzustellen. Oder man müsste genauer sagen, eine Reihe von Fotos zu vervollständigen, also eine Reihe von Fotos herzustellen. Ich werde jetzt mal zeigen, welche Fotos es dabei geht. Das erste Foto ist dieses Foto hier. Das ist ein typisches Nazi-Propaganda-Foto. Das zeigt die große Halle, die sogenannte große Halle im Haus von Adolf Hitler auf dem Obersalzberg. Den Berghof mit Blick durch das 8x4 Meter große versenkbare Panoramafenster, das auf das Bergpanorama der Rückmündung von Salzburg Richtung Österreich geht. Das Foto ist, wie gesagt, ein Propagandafoto gemacht Atelier Bauer in München, die sehr viel für die Partei, also für die NSDAP, fotografiert hat. Das ist das zweite Foto, um das es geht. Das ist ein Foto von einem Berchtesgadener Fotografen, Adolf Schlitzegger, jemand, der vor allem für Touristen fotografiert hat, also seine Postkarten hergestellt hat. Und das dritte Foto haben wir am Ende des Films gesehen, oder das dritte Bild, sagen wir mal, das ist dieses hier. Diese drei Bilder sind jetzt auch drei Stadien dieses Gebäudes, nämlich des Berghofs von Adolf Hitler. Das ist auch ein Original Hierzegger, also eine Postkarte, die Adolf Hierzegger nach 1952 hergestellt hat, weil nicht nur viele Touristen kamen, um zu Adolf Hitler zu gehen und ihm nahe zu sein oder ihm zuzujubeln oder sonst was, sondern auch sozusagen nach 1945 und nach 1952 kamen immer wieder Leute, um zu sehen, was es da zu sehen gibt. Und dann hat sich der Freistaat Bayern am Schluss entschlossen, das Gebäude zu sprengen. Und dann war es von 1952 bis Mitte der 90er Jahre nicht mehr davon zu sehen oder fast nicht zu sehen. Und dann wurde erst in den 90er Jahren, hat man sozusagen diese Tafel da angebracht, die Sie gesehen haben, und man hat sozusagen wieder einen Weg passierbar gemacht. Uns ging es aber nicht darum, dieses Haus wieder aufstehen zu lassen, sozusagen, sondern uns ging es um einen ganz bestimmten Aspekt von diesem Haus, etwas, was man in diesen Bildern sieht, nämlich um das Fenster. Und eigentlich ging es uns beim Fenster auch nur um den Rahmen des Fensters und darum, was dieser Rahmen mit der Landschaft davor und dahinter macht, also beziehungsweise mit dem Zimmer davor und der großen Halle und der Landschaft, dem Bergpanorama dahinter. Die These war so ein bisschen, dass wir gesagt haben, wenn wir da jetzt hingehen und wir bauen nur den Rahmen, und das Haus ist weg, dann versteht man vielleicht besser, was dieser Rahmen in diesen Bildern
Das ist eine relativ komplizierte Angelegenheit, wie Sie vielleicht schon merken, weil es gibt drei Bilder. Es gibt in jedem Bild gibt es sozusagen Rahmen, einen Bildrahmen, in jedem Bild nochmal einen Rahmen. Es gibt verschiedene Ebenen, über die man reden kann, verschiedene Bildebenen. Die ganze Sache ist dann doch ziemlich kompliziert geworden, je länger wir uns damit beschäftigt haben. Und deswegen sind wir eigentlich, oder bin ich jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wo ich gelangt habe, das ist sozusagen eine Studie, die wir da gemacht haben. Und ich werde mich heute jetzt auch auf drei Punkte konzentrieren, bei diesen drei Bildern sozusagen. Es gibt noch sehr viel mehr, über das man reden könnte. Als erstes fange ich sozusagen wieder vorne an, also bei dem ersten Bild, bei dem Postkartenfoto von dem Fotostudio Bauer. Dieses Foto ist insofern ein wirkliches Propagandafoto, denke ich, weil es etwas zeigt, was ganz wichtig war für dieses Haus auf dem Obersalzberg. Man muss dazu sagen, man braucht von München bis nach Berchtesgaden 2 Stunden im Auto heute und man braucht von Berchtesgaden nach oben nochmal 1/2 Stunde im Auto. Das heißt, wenn ich vorstelle, in den 30er Jahren ist das eine halbe Weltreise darauf. Man fragt sich, warum ist nicht nur Hitler da hoch und hat sich dann, also der hat so ein Bauernhaus, wo er in Pension war, dann ausbauen lassen zu so einer Riesenburg, sondern die komplette NSDAP-Garde ist da hoch, die hatten alle Häuser, so Bormann und Goebbels und so, und haben da oben nicht nur Urlaub gemacht, sondern Staatsanträge abgehalten, haben geplant, haben sozusagen den ganzen Betrieb auf dem Obersalzberg, in diesem, das ist eigentlich nicht mehr ein richtiges Dorf, sondern eine Ansammlung von Häusern, da abzuhalten. Was soll das? Es gab ein Führerhauptquartier in Berlin, logischerweise, aber es gab immer ein zweites auf dem Obersalzberg. Und ich glaube, dass dieses Foto ganz gut erklärt, warum man das gemacht hat, was die Idee dahinter war, die ganze Partei da oben anzudienen. Und ich glaube, es geht um diesen Blick vor allem. Es geht um die erhöhte Position, also um das sozusagen von oben auf die Welt runtergucken. Und dieses Fenster ist sozusagen nicht nur ein Sinnbild dafür, sondern es ist auch ein Instrument dafür, für das Fenster und die angenehme Eigenschaft, dass man sozusagen einen genauen Rahmen hat für das, was zu sehen gibt. Das heißt, man sieht von der Welt genau das, was man sehen will, das, was ein Fenster ist und nicht mehr und nicht weniger. Hier ist natürlich sozusagen noch speziell, dass es nicht einfach irgendeine Landschaft ist, sondern es ist natürlich das Bergpanorama und die Alpen, beziehungsweise insgesamt sozusagen die Berge haben für die deutsche Kulturgeschichte zum einen, aber ich glaube auch für die Idee der deutschen Nation sozusagen eine wichtige Rolle gespielt, denke ich, in der Romantik, und sozusagen das Bergpanorama in der Romantik, also bei Caspar David Friedrich, ist das ganz prominent. Hier haben Sie sozusagen das Bild. Das Schöne, das Schöne beim Fenster ist natürlich, dass man nicht sozusagen der Natur so ausgeliefert steht wie der Wanderer dort, sondern man sozusagen im Sicheren hinter dem Glas ist. Und entsprechend spielt das Fenster in der symbolischen Politik für die Nationalsozialisten eine ziemlich wichtige Rolle. Nicht nur für die Nationalsozialisten, sondern ganz oft sozusagen gibt es, sind die Palaste der Macht oder die Orte der Macht mit sozusagen großen Panoramafenstern ausgestattet. Das ist die alte Reichskanzlei in Berlin, die neue Reichskanzlei, da sind es mehrere Fenster. Und aber wie gesagt, geht nicht nur für die Nationalsozialisten, Sie kennen das wahrscheinlich auch, das Oval Office, das ist der einsame Präsident der USA. Also das heißt, der Rahmen schafft sozusagen, der Fensterrahmen schafft immer einen privilegierten Blick auf die Welt. Und wie man hier auch schön sehen kann, ist der Rahmen ja nicht nur drumherum, sondern er unterteilt sozusagen nochmal das Bild. Das ist meines Erachtens kein Zufall, dass das sozusagen so eine genaue Rasterung ist, die man auch von Karten erkennt. Bei Karten ist es so, dass die Aussagen Bilder der Welt sind, die anders funktionieren, aber die immer ein Raster haben, also das Längengrad und Breitengrad, sodass wir sozusagen die Welt, sagen wir mal, handeln können oder sozusagen mit ihr umgehen können, dass wir sie nur zurechtfinden, sie einteilen können. Und deswegen glaube ich, dass es auch eben kein Zufall ist, dass dieser Tisch, den Sie da vorsehen, das ist der Planungstisch. Das ist ein extra langer Tisch, 6 Meter, auf dem Hitler und seine Generäle Feldzüge geplant haben. Wir sehen daneben auch den Globus, das ist auch nochmal ein Abbild der Welt. Hier ist
halb schwer und halb sicher beim Plan, eben direkt vor diesem Fenster, vor dem Bergpanorama. Das ist ja die gleiche sozusagen Idee von eingefasster und systematisierter Natur und Welt in zwei verschiedenen Medien da. Das zweite Bild, oder das zweite Bild, über den ich reden möchte, betrifft das zweite Bild und die Idee von sozusagen von Serie oder von Narration. Dieses zweite Bild ist interessanterweise eine ziemlich exakte Reproduktion des ersten Bildes. Das heißt, wir wissen nicht, warum Adolf Hitler da hochgegangen ist, um dieses Foto zu machen. Weder sein Enkel, der immer noch den Laden für Berchtesgaden leitet, noch die Mitarbeiter der Dokumentationszentrum wussten und kannten das Bild noch. Ich nehme an, dass es auch ein Postkartenmotiv ist. Oder ich nehme an, dass dieses Foto auch als Postkarte an Touristen verkauft wurde. Es ist aber ziemlich offensichtlich, dass es der gezielte Versuch war, dieses Foto nachzustellen. Und dadurch, dass es sozusagen den Rahmen, den formalen Rahmen exakt leistet, fällt natürlich das, was anders ist, logischerweise besonders auf. Das heißt, ich würde sagen, es ist ein Foto, was die Veränderung thematisiert und zeigt, indem es sozusagen den gleichen Rahmen setzt, aber die radikale Veränderung darin zeigt, nämlich das Gebäude ist bombardiert worden von den Alliierten, ist ihnen ausgebrannt, ist geplündert worden, sozusagen von der weltlichen Macht oder von der, sozusagen von dem Kulturraum, jedenfalls von den Nazis geschaffen ist, quasi nicht übrig, außer diesem Rahmen, der noch um die Landschaft herum steht. Wenn man beide Bilder zusammennimmt, dann kann man sie gewissermaßen wie einen Comic lesen. Dann haben wir also ein Comic-Strip aus zwei Bildern, eine Narration. Comics funktionieren ja darüber, dass sie sozusagen aus Einzelbildern bestehen, die für sich genommen, gelesen werden können, die man schön finden kann und wie auch immer, und die aber in der Abfolge mit anderen Bildern eigentlich erst den Sinn entfalten. Und man kann sagen, das ist Interpretationssache, aber dass sozusagen die Spannung beim Comic oder das Interessante beim Comic als Kunstform eben genau darin besteht, dass es sozusagen ein Kräfteverhältnis gibt zwischen dem einzelnen Bild und der Serie. Ich finde, man kann das in der Ausstellung sehr gut sehen, weil da sozusagen die klassische Narrative links-rechts sozusagen Comic-Logik aufgelöst ist und man sehr genau sehen kann, dieses Spannungsverhältnis besteht zwischen dem einzelnen Bild, das in sich geschlossen ist, und der Öffnung durch die Bilder, die sich drumherum befinden. Also wenn wir sagen, es ist ein Comic, behaupten wir einfach, Adolf Hitler hat einen Comic geschaffen, dann wäre das sozusagen die Geschichte von, sagen wir mal, dem Untergang des Dritten Reichs, vielleicht die Geschichte von dem Kampf zwischen Natur und Kultur oder sozusagen dem Untergang oder dem Verlust der Kultur, wogegen die Natur im Hintergrund sich nicht geändert hat. Es gibt eine ganz schöne These von Georg Seestin über historische Comics, also Comics, in denen es um die Geschichte geht, also ins Eisenherz oder sowas, dass nicht nur sozusagen die Spannung zwischen dem einzelnen Bild und der Serie interessant ist, sondern dass das quasi zwei Ideologien sind. Die eine Ideologie nennt er das archaische Beharren auf den Moment, und das andere ist die Ideologie des Fortschritts. Also ganz platt gesagt, das einzelne Bild ist sozusagen das Konservative, das Beharren auf dem Moment. Die Serie ist immer die Fortschrittsidee, dass es weiter vorangeht und dass es sich immer weiter verändern muss. Das ist jetzt etwas platt gesagt, aber ich kürze das jetzt ab. Für unsere Beobachtung oder für unseren Gegenstand ist es, glaube ich, ganz interessant, weil es zeigt, dass dieses erste Bild und diese Ideologie des ersten Bildes meines Erachtens auf eben genau darauf auf Ewigkeit, also auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist. Und sozusagen die Verbindung zwischen den sozusagen ewigen Bergen, ja, dem geologischen Zeitrhythmus sind, nicht nur Menschen, die Verbindung zwischen den Bergen, der Natur und dem Haus wird hier sehr deutlich gezeigt. Also einerseits entsteht irgendwie ein Bunde mit der Natur, mit der Schöpfung, zum anderen man hat die Schöpfung aber auch unter Kontrolle. Mit dem zweiten Bild sieht man eben sehr radikal, wenn sich das eine verändert hat, das andere nicht. Also offenbar ist sozusagen der Zusammenhang zwischen beiden und diese heilige Allianz, sagen wir mal, zwischen Natur, Land und der Ideologie eben doch nicht so. Denn wie wir sehen, es scheint die Berge relativ wenig gekümmert zu haben. Der dritte Punkt
Frage von öffnen, also sozusagen offenen, geschlossenen Bildern nochmal eingeht. Und zwar gibt es ja nicht nur die Comic-Bilder, die sozusagen in die eine und die andere Richtung hin offen sind, also sozusagen Sinn erst auf die Öffnung ergeben, sondern es gibt ja auch sozusagen die Öffnung in die Tiefe rein. Das heißt, Bilder, die quasi noch in eine andere Dimension hinein sich öffnen. Normalerweise hat, oder Bilder, Malerei hat nur zwei Dimensionen, was sozusagen, kann man sagen, ein Schwachpunkt oder ein Spezifikum, eine Beschränkung von Malerei, was ein Bildergrund ist. Es gibt aber verschiedene Tricks, die mit in eine dritte Dimension reinfliegen. Der eine Trick ist Rahmen, also sozusagen, es gibt einen Raum hinter dem Raum, und sozusagen dadurch, dass wir außen einen Rahmen haben und dann noch einen Rahmen, fällt sozusagen der Blick in die Tiefe oder gibt es sozusagen ein Gefühl von, kann ich jetzt ein Gefühl von Tiefe ergeben, sozusagen eine Öffnung in eine weitere Dimension. Und das zweite Verfahren, was Sie auch alle kennen, was ganz typisch ist, ist die Zentralperspektive. Die Zentralperspektive, die sozusagen auf dem unser Bildverständnis aufbaut, dass Objekte vorne größer sind als die Objekte hinten sind. Ja? Und dass sozusagen Fluchtlinien zentral im Bild zusammenlaufen, hat man hergestellt, interessanterweise, durch eine ganz ähnliche Operation, nämlich auch durch die Rahmen und sozusagen Netze. Ja, Sie sehen hier, wie das gemacht wird. Ja, man hat sozusagen so einen Rahmen und dadurch kann man sozusagen so die Natur in einzelne Teilchen aufteilen, kann man die hier drauf malen und kann die dann perspektivisch sozusagen wieder arrangieren. Und das Schöne ist, dass das Bild das gleichzeitig auch zeigt, wenn man diese Fluchtlinien sozusagen nach hinten laufen. Und als Ergebnis haben wir dann sowas, das heißt, ein perspektivisch zulaufender Raum, der sich in dem Fall auch noch in einem anderen Raum öffnet. Und wichtig an der Zentralperspektive ist, dass sie voraussetzt, dass das Bild weiß, wo wir sind. Also, mit anderen Worten, Zentralperspektive funktioniert nur, wenn wir sozusagen wirklich auch davor stehen, zentral davor stehen und sozusagen die eigene Position des Betrachters ist quasi mit impliziert. Also deswegen, weil diese Perspektive sozusagen unseren Blick nachahmt, haben wir das Gefühl, zumindest theoretisch, dass diese Objekte, also die Frau mit dem Spiegel und der Hund, mit uns irgendwie einen Raum teilen, sich zu uns verhalten. Die Richtung, in die sie blicken, die Richtung, in die ihre Körper sich neigen, stehen im Verhältnis zu uns selbst. Das heißt, wir werden Teil von dem Bild. Das Bild greift sozusagen unseren Raum auch mit auf, bedenkt, dass wir davor stehen, dass wir eine Blickachse haben. Und das Problem ist aber, dass sozusagen der Betrachter, also der wir sind, immer auch wieder gelöscht werden muss, weil sonst funktioniert das Bild ja nicht für alle. Sie sehen das hier sehr schön, also es gibt den Spiegel hinten, da sehen Sie den Hund, aber Sie sehen sich natürlich nicht. Aber die Logik des Bildes ist natürlich, dass Sie davor stehen müssen und sozusagen mitgedacht werden, weil diese Fluchtlinien sich in Ihren Raum hinein verlängern. Das heißt, diese Bilder lösen sozusagen den Raum in gewisser Weise auf. Es gibt eine Ebene, es gibt sozusagen ein Spiel mit unserem Raum, in dem wir sind, mit dem Raum der Bilder. Das Ergebnis aus diesen Operationen, sozusagen die Techniken, ja, sind dann Bilder, die sich haben sie nicht nur so eine eindeutige Zentralperspektive, aber sie sehen sozusagen, können genau den Blick in die Landschaft hineinleiten lassen und sich nach Elysien hineindenken. So, ich fasse noch einmal kurz zusammen, was sozusagen die Fakten sind. 1933 lässt sich Hitler auf dem Obersalzberg ein Haus bauen, so dass es gibt dieses Haus schon, er lässt es umbauen und es wird sozusagen zum neuen Führer Hauptquartier. Als zentraler Punkt in diesem zentralen Punkt der Macht ist das große Panoramafenster, was einen Blick Richtung Österreich freigibt. Zu dem Zeitpunkt ist Österreich noch unabhängig. Der Propagandafotograf Bauer fotografiert den Raum mit diesem Fenster und dem Bergpanorama dahinter, sozusagen als eine Art Weltkontrollraum. Ja. 1945 wird dieses Haus zerstört. Der Westgarner Fotograf Adolf Hirzecker klettert hoch, wie viele andere auch, die sich darauf mit Überbleibseln eindecken. Und fotografiert ist die gleiche Perspektive noch einmal.
bevor das Haus dann 1952 gesprengt wird und ganz verschwindet. Dazu muss Adolf Hitler genau die gleichen Orte erleben, das heißt, er muss dorthin gehen an den Ort, das ist der ehemalige Ort der Macht, er muss die Position suchen, die dieser andere Fotograf, Bauer, eingenommen hat. Und er muss genau sozusagen mit seinen Apparaten versuchen, diese Situation zu rekonstruieren. 2001 finde ich dieses Foto zufällig bei einer Recherche für eine andere Sache in diesem Buch. Und 2013 fahren wir zu dritt an diesen Ort, versuchen auch diese Position einzunehmen, die Bauer und Hitzecker vor uns eingenommen haben, und versuchen mit möglichst einfachen Mitteln und Dachlatten das Fenster nachzubauen, diesen Rahmen nachzubauen, in 8x4 Meter. Die Konstruktion steht etwa 3 Sekunden lang, dann fällt sie um. Und soweit es mit den gegebenen Möglichkeiten möglich ist, also natürlich hat es sozusagen den Boden verändert, da stehen Bäume und so weiter, versuchen wir sozusagen den gleichen Ausdruck des Bergpanoramas zu fotografieren wie Bauern hier zuvor. Danach schrauben wir die Holzkonstruktion wieder auseinander, bringen die etwa 50 Meter Dachlatten ins Öko-Heizwerk, heißt das glaube ich, Bio-Heizkraftwerk im Berchtesgaden, wo sie dann verfeuert werden. Und zwar, es gibt ein Essay von dem Soziologen Niklas Luhmann, und der Essay trägt den schönen kurzen Titel Über Weltkunst. Und die These von Luhmann da drin ist eigentlich, dass es keine Weltkunst geben kann, weil Kunst immer bedeutet, oder weil Kunst Ausschnitt ist. Das heißt, sozusagen, jede Kunst ist immer ein Ausschnitt der Welt. Man kann es auch umdrehen und könnte sagen, Kunst, das ist immer dann, wenn ein Rahmen gibt. Damit meine ich nicht sozusagen jetzt einen Goldrahmen, dass wir dann wissen, ah, das ist Kunst, sondern das heißt, dass wir sozusagen etwas gezielt und getrennt von seiner Umwelt wahrnehmen, dass wir etwas herausgreifen. Das ist etwas, was sie selber tun. Das ist nicht etwas, was sozusagen auf dem Bild steht, sondern das ist, was sie selber tun, wenn sie etwas ästhetisch wahrnehmen. Das ist im Prinzip Ästhetik, das ist eine Aktivität, die wir selber tun müssen. Und das ist auch im Übrigen gar nichts Spezielles, das hat auch nicht unbedingt nur was mit Kunst zu tun, denn wir machen das ständig. Also wir sind sozusagen ständig gezwungen, Unterscheidungen zu fällen. Also wir müssen uns entscheiden, was wir anschauen, wozu wir uns verhalten, wozu wir uns positionieren, weil wir als Menschen, die wir in der Welt sind, sozusagen nicht in der Lage sind, uns zur ganzen Welt zu verhalten. Wahrnehmen heißt im Prinzip unterscheiden. Man könnte jetzt auch sagen, wahrnehmen heißt nicht wahrnehmen, denn unterscheiden heißt, Dinge nicht wahrzunehmen, die sozusagen außerhalb sind. Sie können das gerne mal testen, wenn Sie zum Beispiel Ihr Sehfeld überprüfen wollen. Ja? Also wie wissen Sie eigentlich, was Sie jetzt sehen und was Sie nicht sehen? Dazu müssten Sie sozusagen, müssen Sie gucken, wo Ihr Sehfeld endet. In dem Moment probieren wir das ruhig mal. Also wenn Sie sagen, gucken Sie mal neben Ihr Sehfeld, dann sehen Sie, wo Ihr Sehfeld endet. Das Problem ist, in dem Moment, wo Sie das tun, existiert Ihr Sehfeld natürlich nicht mehr, beziehungsweise ist woanders. Also Sie können sozusagen nur sehen, was Sie nicht sehen, wenn Sie das sehen. Und dann sehen Sie es ja schon, und nicht mehr nicht. Also das ist ein grundsätzliches Problem der eigenen Position in der Welt. Dass man die Ränder sozusagen, also man kann die Ränder verschieben, um sie zu sehen, aber nur wenn man sie verschiebt, sieht man sie, aber dann sind sie nicht mehr die Ränder, die sie vorher waren. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben, und zwar nach einer Performance, die ich hier gemacht habe im Dezember, im November. Das ist sozusagen ein Bild, wie ich einen Vortrag halte. Das ist allerdings jetzt, ich mache das mal groß, weil es, also ich habe, es gibt nämlich zwei Bilder hier, netterweise. Ich muss das mal groß schreiben, weil man es dann besser sieht.
Hoffe ich zumindest. Ja, genau. So. Also, Sie sehen, das ist sozusagen ein Bild, wo Sie auch hier sozusagen ganz klar sehen, wo das Bild sich befindet und wo es anfängt und wo es aufhört. Also gibt es sozusagen wieder diese klassische Operation, die haben ein Abbild von der Natur. Ja? Sie sehen, hier bin ich, da ist der Rahmen und da ist das Bild. Das ist in jedem Fall auch so. Wenn das kompliziert ist, ich habe jetzt mal einen Rahmen von oben gemacht, jetzt ist sozusagen mal so einen schönen Goldrahmen, jetzt sehen Sie, was das Bild ist. Ne? Alles, was im Rahmen ist. So, das heißt, Sie haben wieder diese Operation. Das ist natürlich extrem wichtig, in solchen Situationen immer genau zu wissen, wo man selber ist. Also da den eigenen Standpunkt zu kennen. Und da Sie sozusagen jetzt mich angucken und ich Sie angucke, ist auch relativ klar, dass Sie sozusagen auf der einen Seite sind und ich auf der anderen Seite. Das ist Ihre Position. Und die eigene Position zu kennen, ist ein extrem beruhigender Gedanke, deswegen guckt man auch so gerne Bilder an. Wir sind sozusagen natürlich zum einen entführend in andere Welten, aber sie bestätigen natürlich auch, wo man selber ist, nämlich nicht im Bild, sondern davor. Inzwischen hat sich sozusagen, also seit der Renaissance, seitdem die Zentralperspektive erfunden wurde, hat sich ja glücklicherweise auch was weiterentwickelt. Inzwischen ist es nicht mehr nur so, dass wir Rahmen in die Natur legen, sondern wir können selber Natur produzieren. Das heißt, weder ist die Natur als solche, wenn es die überhaupt gibt, ewig, das wissen wir inzwischen auch, denn wir machen sie permanent kaputt, noch gibt es sozusagen nur noch eine. Inzwischen sind wir an dem Punkt, wo wir nicht mehr nur die Natur begreifen oder beherrschen wollen, sondern quasi selber auch machen können. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und wie machen wir das? Wir machen das interessanterweise auf die gleiche Methode, mit der wir sozusagen versucht haben, die Natur im Bild zu fangen. Das heißt, wir bauen ein Raster und dann entwickeln wir aus diesem Raster wieder Natur. Sie kennen das hoffentlich, das ist das Holodeck, Launch Enterprise. Und das Holodeck ist sozusagen auch ein Baum, der sich in einen Raum öffnet. Das Holodeck ist sozusagen komplett durchgerastert und man kann mit diesen Rastern komplette Welten erschaffen, die, wenn sie mal drin sind, ziemlich real sind. Das heißt, auch dieser Raum öffnet sich in einen anderen Raum. Das Problem ist tatsächlich beim Holodeck, bei diesem Raum, wenn man mal drin ist, im Holodeck, ist die entscheidende Frage, das kennen diejenigen, die Star Trek kennen, aus sehr vielen Star Trek-Folgen, wo ist der Ausgang aus dem Holodeck? Dankeschön.